Du Nils, ich mag eigentlich gar nicht Horrorspiele so gern. Ne? Also ich, nee, du hast das, war doch deine Idee. Ich hasse Horrorspiele. Nee, aber ich dachte, das wäre mehr so Gravity-mäßig. Man fliegt so durch den Weltraum, so Dead Space, so dass da. Die haben mir gesagt, du würdest das gerne spielen. Und nee. Da war dir wichtig, dass ich dabei bin. Meinst du, wir können jetzt noch raus, weil Horror, das ist eigentlich nicht mein Ding. Ja, warte, ich frage mal eben, zu einem raus bin. Michael, rein. Oh Gott, nein! Was kommt da durch die Tür? Ah! Herzlich willkommen zu After Dark Horrorspiele. Können wir die Fesseln servieren? Du kannst die Fesseln wieder abmachen, Michael Reinke. Ich bleib ja hier. Kannst du mal bitte die Fesseln eben abmachen? Warte mal. Also, wir spielen das Spiel Dead Space. Ein sehr irreführender Name, ehrlich gesagt. Weil stellt sich raus, der Weltraum ist durchaus lebendiger, als man das erwartet hätte. Nämlich voller schmieriger, schlotziger, schleimiger, quatschiger Aliens. Es ist Lebendigkeit, die den Tod bringt. Ja, sehr gut. Es ist tote Lebendigkeit. Es ist untotes Leben. Und wir müssen uns dagegen irgendwie erwehren und haben dafür nichts weiter als Sachverstand, denn wir sind Techniker, wir sind Schiffstechniker, wir sind rational denkende Menschen, die auch in schwierigen Situationen rational und kühl bleiben können. So ein Glück, alle anderen sind nämlich schon tot. Korrekt. Dead Space, das ist ein Remake. Richtig, von Dead Space. Ja. Ja. Korrekt. Das, ich kenne mich aus, ich bin auch eine Art Gaming-Redakteur, ich kenne mich auch aus. Ja. Das ist nämlich ein Remake. Kein Remaster, auch kein Reboot, nee, sondern ein Remake. Sehr gut. Und als solches sind wir natürlich alle sehr gespannt. Ey, was macht es besser als der Vorgänger? Wir können das nicht beantworten, weil wir beide zu sehr Schisser sind, um den Vorgänger gespielt zu haben. Aber ihr könnt das beurteilen und ihr könnt uns natürlich auch beurteilen und bewerten, unseren Skill und den nicht vorhandenen selbigen auch. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? In dem Spiel lag dieser futuristische Gaming-Knochen bei, der mich Woche um Woche fasziniert, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was ich je in der Hand hatte. Dieses PS5-Pad? Ja. Ich mag das PS5-Pad. Ich glaube, ich hatte noch nie. Ist gut. Also, wir spielen den Charakter Eric Carter. Nee, Isaac. Der alleine. Naja, was heißt alleine? Er ist durch Glasscheiben von seinen Kompagnons abgetrennt. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Der hier unterwegs ist und sich erwehren muss, mit allerhand Waffen. Wir haben schon gemerkt, es kann manchmal vorkommen, dass unser ruhiger Spaziergang durch diese Space-Welt unterbrochen wird. Moment mal, hier haben wir doch gegen die aufgeregten Kinder. Ja, ja, ja. Gegen die Koffein. Da, das ist doch wer hat dem Kind Kaffee gegeben? Hey, probier mal Stase mit dem Ding. Versuch sie mal zu stasen. Im Zweifel macht die Tür zu. Reload war Viereck. Ey, du sagst dieses Wort mit voller Selbstbewusstsein. Ja. Stase. Noch mal kurze Erklärung. Zielen und ich glaube dann Dreieck, oder? Auf das Tier und dann also auf das Baby. Und dann also du musst schon treffen, ne? Ist ja klar. Oder, ey, das ist das. Wir brauchen nichts, wir brauchen nur Treten. Wir brauchen nur Schuhe. Wir brauchen nur vernünftiges Schuhwerk. Das habe ich in WoW gelernt. Das ist ein Line-of-Sight-Pull. Oh, okay. Oh nein. Nimm das! Und noch schön den Schuh. Spür meinen Fuß! Sag mal. Oh, Florentin. Warum ist der so krass? Warum ist der so krass, der Dreifach-Skorpion? Gibt's sowas in der Natur? Dass jemand so drei Stachelschwänze hat. Wie geil wäre das denn? Mm, es gibt aber bestimmt Skorpione, die ihre Brüder absorbiert haben im Mutterleib, im Ei. Und dann haben die eine Dreischwänzigkeit. Das kann gut sein. Gibt's Zwillinge eigentlich auch bei Tieren? Das sind so zwei Pinguine, die exakt gleich aussehen. Und man denkt sich, Leute, wie soll man die auseinanderhalten? Mit Sicherheit gibt's das. Also, also man muss Stase auch treffen, oder wie? Das ist so eine Art Zeitklumpen, der dann fliegt. Jetzt will ich mal deine Skills sehen mit der Stase. Ah, und dann wird der verlangsamt. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. 2 von 3 reichen. Kannst du bitte das Item aufheben? Ja, ich habe Angst. Das macht mich wahnsinnig, wenn du nicht das Item aufhebst. Ich hebe es natürlich für dich auch versprochen. Aber die Frage ist, er schädet die arme, süße Baby. Was wollte ich sagen? Die Frage ist, ob da noch eins kommt. Deswegen wollte ich erstmal aufpassen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte auch, wir hätten hier schon geklärt. Haben wir nicht richtig gespeichert? Ja, kommt drauf. Ich glaube, wir sind dann am Ende gestorben und dann war alles wieder perdu. Ach so.
Da kommen wir von der Seite nicht rein. Da müssen wir erstmal, ich fürchte, wir müssen erstmal hochfahren dann, oder? Und wieder merkt man, dass der eigentliche Feind des Universums doch der Mensch ist, der seinen Untergang selber... Oder, also das ist immer die Frage, haben die dadurch die Aliens erstellt durch ihre Experimente oder haben sie versucht, die Aliens zu erforschen und haben aber unterschätzt, dass sie am Ende alle sterben? Warte mal, vielleicht gibt uns das einen Ausschluss. Lies vor. Alvarez steht schon seit 3 Wochen auf der Warteliste. Ich dachte, Armtransplantationen haben Vorrang vor einer Hornhaut? D. Tja. Die Frage ist ja eben, die man sich stellen muss, ist das hier wirklich außerirdischen Ursprungs das Leben oder sind das Genexperimente, die im All, wo es keiner mitbekommt, durchgeführt werden, um irgendwie die Ethikkommission aus dem Weg zu gehen? Oder haben sie im All quasi Lebensformen gefunden, die sie versuchen, dem Menschen beizumischen, um überlegene Arbeitskräfte oder Supersoldaten zu züchten? Irgendwas muss es... Oh nein, jetzt... Okay, das ist unangenehm. Ja, erstmal in Questlog schauen. Im Zweifel. Nicht sterben. Ist hier eine, So, und die Körper anzuschießen bringt gar nichts, oder? Weiß ich nicht, du. Du hast einfach Angst. Au, au. Alter. Stark! Ah, das 2 von 3 reichen anscheinend. Ja. Was ist das? Impulsprojektile? Das ist für die andere Waffe, ne? Die hatte doch so einen Granatwerfer auch. Ah. Aber die benutzen wir nie. Wir bleiben bei unserem Schneider. 00 Schneider. 00 Schneider, Schneider. 00. Kommissar Schneider ist gut. Ist aber auch so der Klassiker, ne? Dass man immer die erste Waffe dann upgradet, anstatt die weitere. Ja, ich finde die aber auch geil irgendwie. Die hat Style. Oder? Die ist so total anders. Ja. Die ist zwar auch geil. Auch dieses Hin und Her. Mit den. Ja, gut, Dreieck ist natürlich auch nicht schlecht. Sag mal, kann man nur 50 Munition für die tragen? Kann das sein, dass wir. Nein. Oh, das kann sein. Dann müssen wir die auch wieder verwenden. Das ist keine schlechte Idee. So muss man alle Waffen verwenden, weil sonst verliert man Munition, die man mitnehmen könnte. Finde ich aber auch ein bisschen gemein. Aber jetzt diese Genexperimente sahen jetzt gar nicht alienverseucht aus, oder? Und auch in dem Kommunikationsding war nicht die Rede von irgendwelchen Aliens. Ich glaube, das ist die ganz normale Krankenstation, oder? In so einem Raumschiff. Ja, aber da hast du ja nicht irgendwelche In-vitro... Aber die meinte doch Armtransplantation. Vielleicht züchten die Föten, damit die dann den Arm abnehmen können, um die Arme zu ersetzen. Das kann sein, dass das Ersatzteile sind. Das kann natürlich sein. Ich meine, wir verurteilen natürlich das natürlich, klar. Das ist der Captain! Chalkport! Daniels antwortet nicht auf ihren Bricklink. Wie ist dein Status? Hast du den Kaum gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber ich habe ein Chalkpad für die Barrikade gefunden. Chalkport! Yes, Mann! Einen Hydrazintank. Beeil dich, Isaac. Mir gefällt nicht, was ich höre. Haben wir das nicht gerade gefunden? Ja, ja. Also nee, jetzt müssen wir wieder was Neues finden. Guck mal, das hier sind ja die... für den Plasma-Cutter. 100 kann der drin haben, das ist... Das ist der Granatwerfer von dem Plasma, glaube ich. Okay, den hätten wir auch... Ich verwende ihn jetzt mal nicht direkt, aber gut zu wissen. Vielleicht finden wir hier ein Stase-Aufladestationchen. Ist das so ein Gymnastikball? Ja, habe ich eben auch überlegt, so viel, damit der Rücken, damit jeder kann hier drauf sitzen. Ja, ich glaube schon. Fußball spielen kann man damit auch. Die Kleinen vielleicht auch für die Babys. Ich will einen Speedrun sehen, wo jemand über das ganze Spiel diesen Ball mitnimmt. Oh ja. Bestimmt so eine Kategorie für Speedruns, in der 2 Leute sich immer den Weltrekord wegnehmen. Ja. Sonst spielt es niemand. Ey. Eine Frage.
Kannst du noch mal dein Leuchtwurm auf den Boden machen? Mein Leuchtwurm? Also da steht doch dann immer, was die aktuelle Quest ist, oder? Ach so, Finde einen Hydrazin-Knoten oder was? Hydrazin-Tank. Aber ich wollte noch mal was fragen. Weil jetzt haben wir doch den Strom wieder in die andere Richtung gelenkt. Hat sich dadurch jetzt hier noch irgendwas aufgetan in dieser Richtung? Nee, ne? Weißt du, was ich meine, ja, oder? Ja, ja, ja. Aber hier war hier in irgendein Raum, wo wenn ich reinkam, unten oder so? Nö, ne? Ne, ich glaube nicht. Bevor ich jetzt ganz zurückrenne, ist doch albern. Ne, ich glaube, das war einfach. Hat in dem Fall mal nichts gebracht. Normalerweise ist es ja oft so, dass man dann. Geht, ist das ekelhaft. So, da den meine ich, ne? Ach, der geht auch hier lang. Ach, guck mal, Nils. Ich dachte, der ist links, der muss hier lang führen und da gucke ich nach oben und dann führt er rechts lang. Nee. Ja, okay. Ja, du bist schon wieder auf Easter Egg-Jagd, ne? Du willst wieder jedes kleine Detail finden. Ja, ich hab. Loot ist hier unfassbar wichtig, ist mein Gefühl. Hier waren wir doch schon. Da sind wir doch da hinten runtergegangen. Ja, ja, ja. Ach, jetzt sind wir oben? Ja, da kamen wir ja auch her. Wir müssen jetzt wahrscheinlich einfach wieder zurück. Ja, ja, da ist. Ach Gott. Ja. Da sind wir rumgedödelt. Aber was haben wir jetzt alles von dem Captain bekommen? Ich dachte, der hat so Autorisierungs. Ja, das war den ersten. Rig. Oh Gott, es ist hoffentlich kein Mensch. Aber warum ist es ja, rot? Schockpad, finde den Rig? Was haben wir gefunden? Daniels antwortet nicht auf ihrem Rig-Link. Wie ist dein Status? Ja, hast Schockpad. Du die Kaum gefunden? Noch keine Spur von ihr. Aber. Also, wir haben dieses Schock-Rig oder was das ist, das haben wir von dem Captain. Oh, das ist doch Quatsch. Ja, aber warte mal, wenn ich jetzt. Ich habe jetzt noch so ein Stase-Pack, ne? Aber wenn ich jetzt keins hätte, wie sollte ich das denn auch? Ja, das ist ein guter Punkt. Das heißt, hier muss vielleicht ja eigentlich. Muss man da vorsichtig sein mit Stase. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo noch ein Aufladegerät und ich verbrauche das jetzt unnötigerweise. Aber bevor ich jetzt hier rumsuche und ich lang. Ach, so funktioniert das. Ah, ich verstehe, Stase verlangsamt nur. Es hält nicht an in der Zeit, sondern es verlangsamt. Um Gottes Willen. Jetzt! Oh. Der älteste Trick der Welt. Mach was an die Wand und dann kommt was von hinten. Das ist der älteste Trick der Welt. Und Nils Bohmhoff rennt rein. Und ich genauso. Ich war noch nicht schaurig genug berührt. Und jetzt bin ich's aber. Kann ich diese angespannte Stimmung vielleicht mit einem kleinen Witz auflockern? Oh, unbedingt. Wie nennt man einen Baumarkt? Dead Space. Dead Space. Habe ich vor der Aufzeichnung schon mal gemacht. Aber ich wollte ihn einfach unterbringen. Ja, fand ich gut. Doch, der ist. Ich glaube, manchmal muss man auch in so einem Space-Setting auch einfach mal die Stimmung aufbauen. Ey, das muss sein. Ab und zu, man, auf Beerdigung und in Horrorsituationen muss man auch mal einen Gag bringen. So. Sind wir uns einig, dass wir wieder zurück müssen? Oder folgen wir auch der roten Nudel? Was sagt denn unser Glühwurm? Wir waren richtig. Du kannst einfach. Das war der letzte Rücksetzpunkt. Du kannst einfach da wieder hingehen, wo ich gestorben bin. Wo ist der Glühpunkt nochmal? Rechten Stick reindrücken. Aber der zeigt doch hier rein, oder nicht? Genau, da musst du ja auch lang. Aber da, mach erstmal das bitte noch rechts, die Schatulle auf da. Da, die, genau. Und du kannst eigentlich. Ja, halt nochmal die Augen offen, ob du hier nochmal so einen Stase-Tank siehst. Weil rein theoretisch muss irgend. Also, die können ja nicht davon ausgehen, dass man. Oder haben wir so eins gefunden? Gerade eben, möglicherweise war das der Gag, dass wir eben eins gefunden haben. Ah, jetzt ist leer. Ja, genau, ich müsste das Stase-Pack mampfen. Aus dem Inventory mit dem großen Ding, genau. Es ist abgeschnitten eigentlich. Ist abgeschnitten? Achso, ja, weil das ein Hologramm ist im Spiel sozusagen. Da kommen sie angewetzt. Und wer lebt noch, denkt dran?
Ach, come on, ey. Das, ich wusste nicht, dass der so von der rechten Seite reindrückt. I'm gonna show you how it's done now. Because I'm very good at video games. I'm a really good video game player. I have won the first beef of all time. Wie nennt man eine Metzgerei? Warte. Dad, meet, meet, space, meet my dad, meet the dad. Metzspace. Ey, du hättest früher dabei sein sollen. Ich hab noch eine ganze Menge davon. Wir haben bei Game One früher eine Kategorie gehabt, die hieß, wie hieß die denn nochmal? Da waren nur warte, ich weiß, wie die heißt. Wie hieß die denn noch? Oh, ich hab vergessen, wie die heißt. War das nicht so, ja, ich weiß, was du meinst. So mit Call of Mutti und sowas. Ja, genau. Irgendwie formerly known by oder irgendwie recent? Nee. Previously on. Ich hab vergessen, wie die Kategorie heißt. Schimmel. Ach, fuck, ey. Ich weiß, was du meinst. War ein riesen Game One-Fan auch. Zu Recht. Boah, da wird einfach mal schön entmarkt. Schön das Bein entmarkt. So hab ich's jetzt getan. Ich glaube, diese Geschichte mit, Lad auf, starte auf. Ja, der Wand. Ist völlig Nein, warum mache ich das? Ist doch egal, du kannst alles abladen. Ja, du hast recht. Die hast du doch unendlich. Mein Gehirn hat sich verdrückt. Ich wollte eigentlich das einmal umschalten, weil das so besser ist. Aber sehr gut aufgepasst. Also, deine Finger nimmst du in Schutz. Deine Finger waren nicht schuld, sondern das Gehirn hat sich verdrückt. Die Finger haben nur getan. Wo in der Befehlskette war der Fehler? Die Finger haben auch noch kurz gezögert. So, meint das Hirn das jetzt ernst so? Ich traue jetzt übrigens keinem Ort mehr, ne? Okay, wir müssen da links lang. Wir waren ja hier schon drin. Guck mal, das ist so verbarrikadiert hier. Da. Schau dir das an. Wir hatten wirklich gar keinen Bock, dass da jemand durchkommt. Evacuate this area immediately. Ich finde das auch süß, wie die immer alles mit Rot schreiben. Ja, vielleicht haben, mit dem eigenen Blut, ja. Ich glaube, die hatten Überfluss an roter Farbe in dem Moment. meinst du, Horrorfilme wären weniger gruselig, wenn das menschliche Blut eine andere Farbe hätte? Wahrscheinlich war das mal blau und dann hat sich das aufgrund dessen verändert. Rot ist die perfekte Farbe für Blut. Ich meine, klar, wir leben jetzt natürlich in der Zeitlinie, wo Blut rot ist, aber man kann sich kaum eine andere Farbe vorstellen für Blut. Ist irgendwie so türkis wäre oder so, würde man. Oh, Schattenspiel! Der lenkt mich nur ab, dann kommt gleich was von hinten oder so. 100 Pro. War der jetzt von jemandem weggesnackt? Dir ist hoffentlich klar, dass ich direkt auf den. Moment, was ist mit dem? Ist der auch infiziert oder was? Ja, muss ja. Lass ihn aber nicht am Leben. Oh, warum ist das alles so ekelhaft gruselig? Oh, Stasen, wir sind voll. Sehr schön. Da war nichts, ne? Diagnostik. Eingehende Diagnostik. Eine junge Frau. Immer ist alles voller Operations. Säle und. Ich versuch's nochmal, die Stimmung aufzulockern. Wie nennt man Schlafzimmer? Kissenraum. Bedspace. Da hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen. Aber ich habe zu viel Angst. Guck mal, hier sieht man so ein. Jetzt werden auch die Mutanten analysiert hier. Mhm. Schau, also hier haben wir so ein Gerät da drin. Und die Frage ist, wurde der gefangen oder wurde der hier gezüchtet? Wahrscheinlich wurde der gefangen und da reingelegt. Die haben noch versucht zu analysieren, oder? Ja, oder er ist da drin mutiert. Kann auch sein, ja. Das kann sehr gut sein. Sie haben ihn da rein, das ist so eine Röhre hier, CT, und wollten ihn untersuchen und dann ist er hinterher mutiert. Das kann natürlich auch sein. Ja, warte mal, okay. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen.
Irgendwo muss hier ein Schalter sein. Oh, diese Musik, das hat sowas von Event Horizon Style einfach nur. Oder ist was aufgeploppt? Links. Oh. Links zu einer Tür, jetzt hinter dir. Oh ja. Credits! Okay, entschuldigen Sie bitte, ich muss ja hier durch, ich muss da irgendeinen Knopf zu drücken sein. Stampf den doch auch mal, oder? Also sorry, ich will jetzt gar nicht in die Totenruhe eingreifen und so, aber wenn ich. Ja gut. Das habe ich noch bei erst am Fuß. Ach, oder? Das war jetzt ein unnötiger Stampf. Das tut mir leid. Können wir vielleicht mit Stase irgendwas aufhalten? Irgendwo muss doch was sein. Ja, halt die Ventilatoren auf, das ist gruselig mit diesen Schatten da. Nee, aber du hattest doch noch deinen Cyber. Was? Du hattest doch diesen Chinese-Apparat. Ja. Aber ich glaube, das muss markiert sein am Boden, damit es bewegbar ist. So war es zumindest beim ersten Mal. Okay, warte mal. Vielleicht kannst du die Röhre auch wegschieben. Ich mag auch diese Pflanze, diese einzige Pflanze im ganzen Raumschiff. Okay, wie ging das nochmal? Mit Kreis jetzt, ne? Und dann nach links schieben eventuell. Da ist doch so ein, das geht doch bestimmt da rein in die. Ja, dieser Magnet. Dieses Magnet zum Kreis, oder? Ja. Ah ja, da. So war das. Ja, ja. Ah, jetzt wird es wieder reingedrückt. Ja. Jetzt muss man sie erstmal wieder. Das sind immer diese Pausen dazwischen, ne? Ja. Ist das wirklich die einzige Pflanze, die wir gesehen haben in dem ganzen Raumschiff? Ey, das ist doch da oben, das siehst du doch auch, ne? Was da gleich passiert. Da kommt was? Wie, da kommt was? Aber willst du. Plasmaenergie ist für den Schneider, ne? Ja. Vielleicht sollten wir echt auch die andere Waffe benutzen. Oh ja, doch, jetzt aber 75. Ah, okay, gut. Ja, dann. Ja, wahrscheinlich ist die erste Zahl die aktuelle Ladung. Mhm. Die zweite, die, was man noch zur Verfügung hat. Oh! Taucht der einfach auf. Irgendwann müssen die noch mal alle von diesen Schächten zerstört haben. Das sieht wichtig aus hier. Ist das dieser Kyber? Nee. Aber Kybernetiker. Warte mal, kann man den irgendwo. Das muss was sein. Ob man den irgendwo reinstopfen. Was leuchtet, kann? Ist wichtig. Hier reinstopfen. Schutzschalter. Da, oder? Den kann man auf. Ah, Chinese. Da reinstopfen. Nur mit Strömen. Oh Gott. Haben wir jetzt hier hinten auch auf den anderen Raum noch Strom oder so? Da war doch noch eine Tür da hinten. Warte mal, wo will er lang? Okay, er will da lang. Dann nehmen wir natürlich erstmal die optionalen Wege. Hier ist jetzt wieder kein Strom oder was? Doch. Ah, oh, siehst du, das sind nämlich mehr die. Optionalen Räume sind Looträume. Oh Gott! Mann, das nervt! Ja, da musst du schneller stampfen. Okay, und der war auch noch am Leben, oder was? Wie konnte der denn eigentlich noch leben? Oh, ich glaube, wir brauchen irgend so einen Ethikleitfaden, dass wir nicht die Leichen von Unschuldigen zerstampfen. Ja, das. Weil wenn wir da nie Loot finden, dann finde ich, kann man das auch nicht erklären mit Notsituationen. Da bin ich natürlich. Wir brauchen Ethikleitfaden. Bin ich grundsätzlich voll bei dir. Oh, warte mal. Das macht doch nicht die Schublade kaputt, Schalter. Mensch. Ja, das ist ja auch so aus Versehen geschehen. Was ist das? Aktivieren. Bank. Oh, Cash. Aber ich glaube, wir haben zwei Knoten jetzt schon. Das heißt, wir können. Oh, wir können jetzt richtig was machen. Wonach ist dir denn? Alles in Anzug. Ja? Der Anzug ist unsere zweite Lunge. Stasedauer. Ja, Stasedauer ist doch super. Und SC-Dingsbums ist was? Stasezone. Wie vergrößert. Nimm noch beide. Zone und Dauer. Ein da. Ja, okay. Die Frage ist, brauchen wir die Dauer denn so dringend? Weil TP ist natürlich auch nicht schlecht. Aber okay, wir machen das, wie du möchtest. Wir nehmen erstmal das. Und dann Dauer. Ne? Okay. Super. Dau.
Kapazität. Schaden ist halt auch immer Zeit. Sehr wichtig, ne? Ja, wer mehr Stase hat, kann mehr Schaden machen. Aber gut, mehr Munition ist Bedarf. Die Stase-Zone ist, glaube ich, auch ganz geil, weil da muss man vielleicht nicht immer so perfekt treffen, wenn man in einer Paniksituation ist. Oder ja, hoffe ich mehrere gleichzeitig. Okay, also. Die gelben noch, oder nicht? Bitte? Die gelben in der Ecke? Nee, da fehlt uns die Berechtigung. Guck mal, wir müssen erstmal Level 2 sein. Das heißt, Stampfberechtigung fehlt. Ja, wir können einfach komplett Backtracking dann irgendwann machen. Ich glaube, du musst wieder Energie umleiten und dann den Aber bevor wir das machen, will ich noch einmal was gucken. Und zwar hatten wir doch hier den einen Raum. Der hier. Ah, okay. Da geht der lang. Kann ich den wieder rausziehen? Nee, okay, das heißt. So, hier einmal benutzen. Ah, das hätte ich erstmal machen müssen, okay. Führen, ah, okay. Na gut. Ah, der sagt jetzt zumindest auch, was es auslöst, ne? Das ist doch schon recht komfortabel. Ah, da sind jetzt keine Gegner drin, oder? Das ist ein reiner Lootraum. Naja, die können ja von durch die Wand von oben kommen und so, das ist halt die Scheiße. Trau halt einfach keinem Raum. Das ist halt, das hat das Spiel schon ganz geschickt gemacht, dadurch, dass sie von überall kommen können. Das kriegen wir auch nicht auf. Level 2. Audiolog. Protokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei all diesem Blut. Die Suizide. Es handelt sich um eine Offenbarung, Terence. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Mr. Harris' Psyche? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Mathias jeden Besuch auf Aegis 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Okay, es gab also anscheinend schon Probleme mit den Leuten und dann wurden sie analysiert. Der Typ, der Dr. Mercer, der wahrscheinlich wirklich jetzt der Oberschurke ist, spricht von göttlicher Offenbarung. Vielleicht sind die im All auf irgendwas gestoßen, auf irgendeinen Gencode, auf irgendwas, halt irgendwas, was das menschliche Genom verändert. Mhm. Und der Arzt sieht das so als göttliche Offenbarung im Sinne von, okay, das ist der nächste Evolutionsschritt in der Menschheit, sozusagen. Wir müssen das nur richtig anwenden und dann hat er experimentiert. Da kommen wir nämlich jetzt hoch. Hier dürfen wir nicht rein. Anscheinend bringen sich einige Leute deswegen um, wie wir den ja auch gerade gesehen haben, der sich da an der Scheibe kaputt geschlagen hat. Können wir hier nochmal, warte mal, wenn ich das jetzt nochmal umschalte, dann geht doch... Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso geht denn die Tür nicht auf? Aber ist mit Aufzügen nicht auch der gemeint? Ist das nicht ein Aufzug? Warte mal. Das habe ich falsch gemacht. So. Ich lasse mich immer von dem ersten. Der ist halt links neben dem Aufzug, aber er geht natürlich nicht in den Aufzug rein. Lieber noch mehr drauf drücken. Also dieses Stase ist schon ganz geil. Aber du hast nichts mehr. Sollte man das dann immer aufladen? Ja, das ist halt die Frage, ne? Da hinten ist vielleicht irgendwo, ist das ein Stase-Ding da hinten? Ich will es auch nicht verschwenden. Also, es geht ja auch ohne, ne? Wir haben es ja auch schon mal ohne geschafft, aber... Ja, wir dürfen nicht faul werden. Nee. Wir dürfen uns nicht auf die Stase verlassen. Genau. Oh Mann, wo ist denn jetzt schon irgendwas? Oh, Alter, das macht mich aber. Was brüllt denn da so? Du hörst es doch auf, Florentin, oder? Ja. Da ist irgendwas.
Sag mal, wie kommen wir denn da jetzt rüber? Also, ich muss hier wieder irgendwas wegziehen? Oder muss ich jetzt wieder runterfahren? Na, ich habe ja nichts gemacht hier oben. Warte mal. Da haben wir diese Röhre. Könnte ich die rüber... Dieses Ding kann ich rüberziehen. Ah, okay. Ah, da ist sogar so ein Magnet drauf. Stark! Der Schneider! Sein Grunzen hat ihn verraten. Jeder dieser Schächte kann ein... Ah, so wäre ich aber auch, wenn ich jemanden pranken würde und so hinter der Tür warte, würde ich so laut kichern, dass der andere es dann doch merkt. Ich kann nicht schlecht Leute überraschen. Infidels, Ungläubige. Siehst du, da hat sich nämlich jetzt die einen glauben, nämlich, ey, das ist hier eine Gottesbotschaft, wir müssen das irgendwie, und die anderen sagen einfach, ey, lass doch mal überleben, seid ihr bescheuert. Kannst du den noch stampfen? Stampf, Mann, den hier? Ja, ich hab mich schon zerstampft. Also ein intakter Torso lädt natürlich immer ja, zum Stampf, absolut. Ne? Guck mal hier, da ist sie. Da, oh, Nils, perfekte Stase. Management. Sicherheit. Okay, dann erstmal natürlich den Alternativweg auskundschaften. Observationsraum. Logbuch der Krankenstation Dr. B. Warwick, leitender Psychologe, Behandlung bei sensorischer Deprivation. Die Anzahl der Diagnosen wächst und wächst. Schlaflähmungen, Halluzinationen, Albträume, Paranoide. Ich bekomme Patienten von überall auf dem Schiff. Die Umweltanalyse, die Nahrungsmittel und die Strahlungswerte lassen keine Ursachen erkennen. Ich muss zugeben, ich bin ratlos. Mercer sagt, er und Kain arbeiten an einer Hypothese, also behandle ich in der Zwischenzeit die Symptome. Die sensorischen Deprivationshandlungen in den Zero-G-Therapiekapseln bringen eine gewisse Besserung. Aber die Anzahl der Patienten, die wir behandeln, macht mir Sorge. Die Systeme sind alt und müssen überholt werden. Ehrlich gesagt, immer noch nicht so. Klassische Ausrüstung für ein Krankenhaus. Ein paar Impulsprojektile. Ja, Impulsprojektile. Schwester. Schwester, geben Sie mir die Impulsprojektile. Jawohl. Mehr ist hier nicht, oder was? Ich glaube, die Verschmähung dieser anderen Waffe wird uns noch teuer zu Kosten kommen. Oder das Gegenteil, weil wir haben. Oder das Gegenteil, ja. Es kann immer auch das Gegenteil der Fall sein, Nils. Das ist die wissenschaftliche Methode. Es kann immer auch alles genau andersrum sein. Das ist richtig. Aber ich glaube wirklich, dadurch, dass wir die Schuss nicht. Wir verschwenden den Schuss ja nicht. Oh, endlich kann man speichern. Oh, Speicher. Wir verschwenden den Schuss nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, du kommst weiter in diesem Spiel als ich. Nein. Ich bin immer nur so, ich sterbe immer nur direkt beim ersten Mal. Ah, jetzt, das ist der vierte Spielstand. Ja. Okay. So, und dadurch, dass ich jetzt grab, darfst du jetzt nur weiterspielen. Jetzt habe ich keine Angst mehr, dass du stirbst und ich da alles noch machen muss. Das ist nett von dir. Verschlossen. Hydrazin. Hydrazin-Kapsel, wo bist du, du? Musst du wieder ein bisschen in die... Ja, nimm dir die Zeit. Wann ist unsere Autoritätsstufe endlich erhöht? Wir dachten eigentlich, dass mit diesem Captain-Ding, dass das klappt. Aber anscheinend nicht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was wir jetzt durch dieses Captains-Ding bekommen haben. Ja, ich denke, das wird sich uns gleich erschließen. Das ist ja dann doch recht linear. Also wir müssen irgendwo halt vorbeikommen. Dafür brauchten wir halt, ist das eine Autorisierung oder was? Irgendwas brauchten wir. Gruselig, Giro Z. Das tut weh. Okay. Ah, das tut weh. So richtig auf Stahl gestampft. Oh, Vorsicht. Wow. Ah, jetzt macht die Sauerstoffgeschichte Sinn. Ich glaube, du musst die Tür entweder direkt durch oder sonst stasen. Kommst du direkt durch? Oder bist Tür stasen? Ja, dass sie nicht direkt zugeht. Aber ich will doch nicht ersticken. Oder komme ich nicht anders durch die Schule? Nee, deshalb weiß ich ja nicht. Bist du aktiv zurückgegangen oder? Nee, du kommst ja rein. Oh ja, okay. 75 Sekunden. Wow.
Oh, das hasse ich ja. Das ist wie so Schwimmen in Spielen unter Wasser. Und man sucht den Ausgang. Zu. Muss weiter. Na, jetzt damit. Oh, herrlich. Jetzt weiß ich, warum. Ah, und jetzt guck mal, haben wir. Die beiden roten Pinöpel an unserem Rücken sind jetzt, dass wir Sauerstoffmangel haben, oder was? Die Augen vom Rüssel. Ja, ich sehe, aber waren die nicht. Sind die jetzt erst rot? Waren die vorher nicht rot? Ich weiß es nicht. Das sind natürlich immer so Fragen, ne? Ich glaube, der Sauerstoff müsste sich doch relativ schnell wieder auffüllen, oder nicht? Ja, stimmt, hier ist ja überall Sauerstoff, ne? L1 plus R1. Ach, was, okay. Wow, ich dachte, ich heb einen Hörer ab. Wow. Oh nein. Alter Schwede. Habe ich nur eine begrenzte Dauer? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe nicht. Oh, oh. Das dreht sich. Alter, ist das krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass sowas noch passiert. Flieg in das leuchtende Licht wie so ein Insekt. Aber ich habe keine Beschränkung, oder? Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich sehe jetzt auch keine Batterie, die ausläuft oder irgendwas. Wow. Wow, das ist schon krass. Was ist das hier? Art Reaktor oder sowas? Mhm. Oh, da ist eine Box! Blut. Yes! Ja gut, aber wie soll ich jetzt schlagen, stampfen? Schlagen, schlagen, schlagen mit R1. Nee, mit R1 einfach schlagen, nicht schießen. Oh. Inventar ist voll! Das gibt's doch nicht. Nee, nicht Inventar. Aber was liegt denn da rum? Was wäre das denn? Dann lass uns das wegschmeißen, oder? Aber warte mal ganz kurz. Guck erst mal dein Health-Ding an. Du kannst doch, glaube ich, einen noch snacken, weil du bist noch nicht voll. Sehe ich das richtig? Snack doch einen mit Kreis, dann bist du voll. Ach so, außerhalb des Menüs Kreis. Ja. So, jetzt bist du voll. Jetzt kannst du das andere nehmen. Da Wasser eben. Ich glaube, das war nichts. Warte, da links. Warte mal. Es ist halt auch mies, dass das jetzt in der Schwerelosigkeit. Nee, du fliegst jetzt viel zu weit weg. Ah, hier ist auch noch einer. Ist das ein Herz? Oh Gott. Das ist. Oh Gott. Ich kann nicht schlagen, glaube ich. Ja, vielleicht. Ich kann mich nur drehen. Achso, vielleicht jetzt in der Schwerelosigkeit nicht, dass du schlagen kannst. Weiß ich nicht. Oh Leute, mir wird ein bisschen übel gerade. Ja, ne? Wo ist jetzt die Box, die zweite? Da oben. Ist das die. Warte mal, ist das eine Box auch? Ja. Aber da ist doch nichts drin. Doch, da ist was. Aus meiner Energie, okay. Kam ich von da oder nicht? Ich habe jetzt völlige Orientierung verloren. Oh, guck mal, wir sind jetzt quasi seitlich, siehst du? Musst du nochmal den R1 reindrücken, dann. Siehst du das? Ah, das sieht neu aus. Wow. Du bist schon mutig, dass du direkt zu dem Loot läufst, finde ich super. Aber ich hätte mich erst dreimal umgeguckt, jetzt. Ich traue dem Spiel nicht mehr. Ein Hydrazin-Kanister. Wir brauchen aber einen Tank. Ich halte noch die Position. Was passiert dort? Ich habe Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich gehe jetzt wieder zurück. Sei vorsichtig mit dem Hydrazin. Ich will niemanden mehr verlieren. Danke. Ey, es wimmelt hier von mordlustigen Mutanten und du sagst, ich bin der Techniker. Das finde ich grenzüberschreitend. Ja. Dass er uns jetzt hier ein Mansplaining gibt. Ich mag diese Mülleimer, diese wirklich, mhm. die werden dann so weggeschleust, oder? Die werden irgendwie so reingesaugt. Diese Rohrpost, ne? Wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ich finde das gut. Da oben ist doch was. Siehst du das? Da leuchtet was. Eine Lampe? Ja, ne? Ne, da leuchtet doch oben was auf dem Schrank. Da kommt man nicht hin.
Das ist ein Textlog. Ja, sehr gut. Das war grundsätzlich richtig. Hast du ihn jetzt? Nee. Ich glaube schon. Nee, warte. Auch guck, der ist weg. Aber hast du ihn jetzt? Nee, das waren Credits. Ach, das waren Credits. Finde ich gut. Ich kann also... Kostet das eigentlich Energie? Ja, stimmt, oder? Wo? Nee, weiß ich nicht. Ah, hier, guck mal, das ist der Magnet. Wir haben auch ein Magnetsymbol auf dem Rücken. Finde ich gut, dass du erstmal aufräumst. Ist wichtig. Marie Kondo, oder wie sie heißt. Nein! Nein! Oh, nein! Ach oh Gott. Aber jetzt habe ich die hier. Ist da was drin? Nee. Wow! Hat es vibriert? Den darf man nicht an den Tisch halten. Hat es richtig vibriert? Da hat der ganze Raum vibriert. Das ganze Gebäude hat vibriert. Der hat so eine starke Vibrationskraft. Ja. Gut. Da ist doch noch hier. Geil. Jetzt musst du da wieder durch. Schwerelosigkeit aktiviert. Aktiviert. Da ist ein Fenster noch. Da hat doch irgendwas gegrunzt schon wieder. Da! Wie, und die sind davon nicht betroffen? Naja, der ist hinüber. Ja, den zweiten muss ich gar nicht abknappen. Abknapsen. Ich glaube, der ist hinüber. Ja. Ah, zum Glück droppt der direkt. Scheiße, ey. Aber das ist jetzt eher so Skorpion-Mann-mäßig. Ja, 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 der hat hinten so einen Skorpion-Leib. Und diese... Oh Gott. Aber die Frage ist... Aber ja, guck mal, der hat einen zweiten Daumen bekommen, ne? Stimmt. Ist das die erste Mutation, die ich einsetzen würde, dass der kleine Finger zu einer Art zweiten Daumen wird? Mm-hmm. Ich meine, so eine Mutation sagt uns ja auch einiges über unsere Defizite als Mensch. Ja, auf jeden Fall. Also was heißt Defizite? Das ist ja immer noch relativ zur Umgebung, in der man sich befindet. Und in dem Fall sind wir halt jetzt ins Weltall. Und es kann natürlich schon sein, dass der Gedanke ist, okay, wir sind jetzt ein weltraumfahrende Spezies und wir müssen uns genetisch dementsprechend anders aufstellen. Warum jetzt diese Fangzähne da unbedingt notwendig sind, das schließt sich mir nicht. Aber vielleicht tut es das ja noch. Ich muss immer noch rumgleiten, das ist ja Hammer. Ach, Moment, man kann aber nicht in normaler Situation. Man kann jederzeit abheben? Nein, ernsthaft? Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Aber das muss doch irgendwie Energie kosten oder irgendwas. Wow. Was? Wow. Oh okay, Gott, wo muss ich hin? Wie? Oh Gott. Das ist ganz schwer auszuhalten, wenn dieser Counter läuft. Oh, oh Vorsicht! Die Kitty geht lesen! What? Was? Was? Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ah, er krabbelt noch ohne Schwanz, aber. Komm nochmal! Wie so ein Walross, so ein bisschen, ne? Hä? Ich verstehe überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Der. Weil der stasiert wurde, hat der jetzt. Der konnte trotzdem noch rumzappeln. Sehr verdammt schnell. Aber warum sind jetzt hier Dinge schwerelos? Das ist immer noch Zero G, aber es ist Druck drauf. Also es ist Sauerstoff vorhanden, aber keine Schwerkraft. Du kannst mal den rechten. Ach so, ich hab Magnetschuhe oder was? Mhm, genau. Wenn du den rechten Stick reindrückst, siehst du, wo wir lang müssen.
Platziere die Sprengladung, stand da gerade. Genau. Der Kaffeebecher. Wer macht so immer diese Einwegbecher? Das ist auch nicht gut für die Umwelt. Auf dem Schiff. Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Der knurrt wie... Das ist Wahnsinn. Schnell, Isaac. Ja, du, ich habe gerade ganz andere Probleme. Schwerelosigkeit deaktiviert. Schemata? Impulsprojektile? Können wir vielleicht jetzt bauen oder erforschen. Kaufen. Der Rücken ist mein Freund, aber der Rücken ist auch mein Feind. Müssen wir mal aushalten, ausschalten nach Speicherständen. Oh. Liquid Hydrogen. Ich glaube, das ist gesund. Ich glaube auch. Ah, oh! Schnabelmann. Aber kann man die nicht einfach zerstampfen, wenn die gestarrt sind? Vielleicht. Wäre das nicht besser? Und noch hinter dir! Du musst dich heilen. Heil dich. Am Ende war das Panik. Heil dich mal. Das heilt so wenig. Ja, das ist lächerlich. Ich finde es auch richtig lächerlich. Naja, ich habe kein Staso mehr. Soll ich jetzt meinen Stasomaten wieder aktivieren? Ja, erstmal gucken, ob hier um die Ecke noch. Meistens in solchen Spielen gibt es dann ja irgendwo eine Station. Aber wenn man wenig Lebenspunkte hat, lieber mal auf Stasis. Ja. Ja, da bin ich bei dir. Und dann mach das. Da oben, mehr Stasekapazität. Siehst du das Ding da oben, gut, ne? Auf der Röhre? Das musst du ranziehen. Mittel! Yes. Mehr Stasekapazität wäre natürlich auch super für unseren Anzug, ne? Ja. Aber wir müssen wirklich vermehrt auf die Umgebung achten, ne? Weil durch dieses Heranziehen von Gegenständen können die halt überall sein und nicht nur irgendwo, wo sie offensichtlich sind. Nicht, das ist eine neue Phase von Nils mit Loot-Waren. Ja, ist wirklich leider so. Eine neue Stase-Phase. Gut, dass wir zu zweit sind. Der eine ist sozusagen der Loot-Beauftragte und der andere ist der Spieler. Da muss man sich gegenseitig unterstützen. Das ist wie in einem Auto. Wenn der eine der Navigator ist. Wer bist du in einem Auto? Achso, du bist der Navigator? Mhm. Ich bin diese Zeitung. Da muss doch jetzt der Zylinder oder was muss da denn? Ach, da muss was leiten oder? Irgendwas rein muss da. Ich glaube nicht, dass man irgendwas Beliebiges da reinmachen muss. Vermutlich schon was Passendes. Ich hätte Zylinder. Ja, sieht doch zylinderförmig aus, da die. Wenn kann du man kannst das drehen? Du kannst nicht interagieren, oder? Mit dem Ding? Oder kannst du da irgendeine mit dem. Warte mal, welche Möglichkeiten hat man alles mit diesem Chinese-Ding? Kann man das wenden? Also ich müsste es dann erst. Aber wenn es umgefallen ist, dann hat es jetzt eine andere Ausrichtung. Dann kann ich es jetzt auch hochnehmen, so, ne? Nee, es geht immer wieder auf eine Grundausrichtung zurück. Spannend. Findest du es nicht spannend? Ja, ist auch wirklich. Das ist schon interessant. Ah, der hat aber die Grundausrichtung waagrecht. Draußen im All, ganz weit weg von allen anderen, lebe ich im Dead Space. Stark. Wow. Schwein, oh geil, wir bleiben im Schaden. Ach so, vielleicht ist Hauen die Lösung. Hauen ist die Lösung. Das ist einfach immer die Lösung. Ich hätte auch gedacht, man muss da, aber nein, hauen ist die Lösung. Ach, immer diese Pausen zwischendurch, ne? Oh, da war doch rechts was, oder? War da nicht rechts was? Nein, es war nichts da. Phantomgesichter. Phantomgesichter in der Nacht. Wer hätte das gedacht? Was sagt die Nudel? Das ist die Sprengladung.
Lasst mich in Ruhe. Da sind wir wieder. Lasst mich in Ruhe. Da, da muss sie hin. Lasst mich in Ruhe mit eurem Alien-Kram. Shop. Shop. Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Ah ja, geil. Schema eingereicht. Ja, Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Hammer, das ist natürlich hervorragend. Oh, wir haben 10.000! Inventargröße auf 18 Slots und 5% Rüstung. Ja, ja, Hammer. Das ist ja Cash. Ja, Cash. Oder ein Knoten. Oh, beides geil. Ich würde aber den Anzug verbessern. Ey, da würde ich sowas von klaustrophob werden. Jetzt kommt die Sauberkugel. Oh! Orange! Stark! Hammer. 5% Rüstung haben wir jetzt. Ja, aber die Slots sind halt auch geil. Weil wir sind ja so loot-kompetent, dass wir teilweise schon an die Grenzen stoßen und speichern. Ja, das ist ja der absolute Oberhammer. Ich würde jetzt mal hier den letzten Speicherstand nehmen. Das ist eine richtig gute Idee, ja. Damit wir die anderen auch noch haben, ja, falls wir zurück müssen. Ja, ist wichtig. Nils, tu es. Okay, aber wir kommen voran. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt müssen wir da die Bombe in diese Barrikade stecken. Und zünden. Ah, hier wird die Bombe platziert. Ach, dafür haben wir das gebraucht. Okay. So macht man das. Das ist, merkt ihr das, falls du auch mal jemals eine Bombe platzieren musst, Nils? So, vielleicht sollten wir einfach auch mal weggehen, so, ich weiß nicht. Hey, das ist eine hochkonzentrierte Schneidgranate. Oh, oder in Deckung gehen, ja. Ist vielleicht auch eine gute Idee. Da steht jetzt aber nicht genau wo. Ich gehe jetzt einfach mal hier, also. Na, da wo der Pfeil ist, steht vielleicht die Idee. Ah ja, ich war schon gar nicht so schlecht. Vertraut dem Glas aber wirklich. Du, ich glaube, wenn du im Kundenservice arbeitest, dann ist das Glas das härteste, sicherste Glas, das du haben kannst in so einem Schalter. Routiniert! Das hasse ich, wenn die immer noch einen Schlag, also, weißt du? Ja, ja. Bin ich überhaupt kein Fan. Ich habe auch keine Medipacks mehr. Willst du noch mal einen Speicherstand laden? Nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Weil das führt einen halt einfach zu sagen, okay, dann schieße ich halt mehr. Ja, ja. Aber das will man ja auch nicht. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Rig-Code, damit wir den Computer nutzen können. Rig-Code. Hi, wer bist du? Nein, wir haben gesagt, keine Zivilisten werden mehr gestampft, aber okay? Ich muss jetzt hier mal die Ethikrichtlinien auch durchsetzen. Aber ich wollte ihn ja erstmal aufwecken. Keine Zivilisten werden gestampft. Oh, Plasma-Cutter-Upgrade. Wow. Werkbank? Oh, geil. Aber wahrscheinlich zur Werkbank? Sicherheitsfreigabe erforderlich. Level 1? Wir sind nicht mal Level 1? Nee, wir sind Level 0. Wir haben gar keine Sicherheitsfreigabe. Die letzten Loser. Help me, help me. No, help me. Sorry, we are full. Oh Mann, ey. Fuck this ship. Sorry, we are full. Oh Gott. Das ist ein Hologramm. Ah, da ist die Leiche von dem Captain, oder was? Oh, ist das gruselig. Ich bin gegruselt. Was ist das? Ist das ein Hologramm oder ist das ein Geist? Oder? Logbuch der Krankenstation. Dr. B. Warbeck, leitender Psychiater, berichtet über die psychiatrische Beobachtung des Patienten Harris B. Harris ist nach einer weiteren Dosis Beruhigungsmittel eingeschlafen. Ohne chemische Hilfe kann er anscheinend nicht mehr schlafen. Die meisten Menschen erliegen der Erschöpfung und mehr als 50 Stunden nach dem Aufwachen, unabhängig von den Umständen, Harris nicht. Geht das hier eigentlich weiter runter? Ach so. Seine bizarre Erklärung für die Ereignisse auf der Kolonie deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir auch anderswo auf dem Planeten gesehen haben. Seine Schuld steht außer Zweifel. Zwei Sicherheitsbeamte waren anwesend, als er Dr. Sciarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Und Harris leugnete seine Taten nicht, aber er zeigte keine Reue. Vielmehr besteht er darauf, dass es kein Verbrechen gab und dass Evans keine Krankenschwester war, als er sie tötete.
Kann da jemand so einen richtig heißen Beat drunter legen, bitte? Dies ist ein klassisches soziopathisches Verhalten, aber Harris zeigte keine anderen Symptome. Er ist ungefährlich, umgänglich und freundlich, kann sich einfühlen und seine Meinung äußern. Wenn er jedoch zum Mord an Evans befragt wird, zieht er sich zurück und wird unkommunikativ. Er behauptet, die Erklärung steckt in seinem Kopf fest und die sprechen darüber, bringen die Botschaft durcheinander aus dem Blatt der zeitweise unter der Situation, die in andere Kulissen. Während seiner langen Wachphase schreibt Harris auf jeden Fall über ihre Oberfläche und behauptet, dass sie Träume zu sprechen müssen und dass er versucht, sich wieder vollkommen zu machen. Das bedeutet, habe ich noch nicht herausgefunden. In Anbetracht der Komplexität seines Falles werde ich an meine Kollegen wenden. So. Mhm. Also der ist auf jeden Fall irre. So, was ist jetzt hier? Hologramm. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Unsere Nicole! Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Wow. Hardware. Le personnel hm. Also das ist unsere Nicole. Achso, war das das von eben? Ja, ne? Wahrscheinlich würde sie jetzt noch mal. Kann gut sein, ja. Ja. Vielleicht ist das letzte Mal, dass wir Nicole sehen. Oh Mann, ey, wir können es nochmal. Nicole! Ich siehst du mich denn nicht? Ich bin's! Wo bist du denn? Nicole! Sprich mit mir! Nimm mich in den Arm, Nicole! Diese Wunden! Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern. Die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Das müssen wir gleich wieder nutzen. Oh. Scheiße. So, das ist eine. Okay, das muss da rein. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Mann. Bitte. Ist das nicht da? Ist das nicht Loot? Dampf, schimpf mal. Nee, das ist kein Blut. Ist nicht weißer, blauer, ja, das, scheint ja. Mal Blut? Okay, aber ich probier's noch, bevor ich da rein stapfe, probier's. Das muss da gar nicht rein. Ich glaube, das ist einfach Loot. Das kann gut sein. Du versuchst gerade mit einer Schatztruhe eine Tür aufzumachen. Bab. Wow! Ah, Stasegranate! Das ist alles Stase jetzt. Das ist alles stasisiert. Ah, so wie die Explosionskanister kann man hier auch auf die Stasetank schießen, ja. Um alle zu stasieren. Um Stase zu sparen. Das ist natürlich fantastisch. Das bedeutet, dass wir sie vielleicht gleich benötigen werden. Das ist doch mal realistisch. Medipax in der Krankenstation, so muss es sein. Endlich, oder? Wow, wow, wow. Wir haben richtig riesige. Aber das, also das ist riesige Krankenstation, aber dann doch wieder alles so. War ein riesiger Raum, ne? Keine Privatsphäre. Nee. Ist halt auch ein Minenschiff und keine Privatsphäre. Das müssen wir auch wegräumen. Aber da kommen wir eh noch nicht zu. Wegräumen meinst du stampfen, ne? Nee, du kannst deine Probleme nicht alle stampfen. Ah doch, wird weggeräumt. Die halten die Spieler manchmal schon ein bisschen für arg doof, ne? Wenn die da extra nochmal dieses Magnetsymbol drauf machen, so. Das kannst du bewegen mit deinem Magneter. Ja. Ja, ja, aber auf der anderen Seite stellen wir uns manchmal auch arg. Ja, absolut, an, ne? Nee, ich finde das ja gut. Alle zwei hier, ne? Ich finde das ja gut. So, okay, alles klar. Also da irgendwas muss da rein. Auf jeden Fall. Da muss da wieder so eine Klotz. Oh, Energie, so, wo ist das Energieding? Da ist noch wieder so ein Dödel, da können wir noch was Schalter, ja. Aber vielleicht können wir danach das Hologramm nicht mehr abspielen. Vergewissere dich vor dem Entfernen der Batterie, dass der Schutzschalter nicht mehr mit Energie versorgt wird. Nils, ich würde sagen, in dieser kurzen Zeit der Vergewisserung machen wir eine ganz kurze Pause und atmen mal kurz durch, um uns zu vergewissern und sind sofort wieder da nach einem Spot. Bis gleich. Alright! Ich hab jetzt Musik getrunken, ich muss danach mal richtig schwer hacken, deswegen bin ich schon mal... Ja, kein Problem, ne? Kommst du eigentlich mit zum Ferien da? Ja klar, Mann, da freu ich mich voll drauf. Ich will die, so diese sauren Pommes, will ich haben. Dann kannst du sie tauschen, so gegen alles mögliche, ja. Mega geil. Ich tausche mit den Milchkern von diesen Schokodingern. Das hat doch schon einen komischen Nebengeschmack, oder? Findest Alter, du bist Quarterback, Mann, du brauchst dich doch nicht im Sonnensitzen sorgen. Wer ist noch der Wille, oder? Ah, Jungs, ne? Wir sehen uns dann später.
Ich habe bei mir zu Hause im Kühlschrank, weil ich immer gerne so ein, ich habe immer gerne Ordnung im Kühlschrank. Und deswegen habe ich gerne so gewisse Segmente eingeteilt für verschiedene Sachen. Und ich habe ein Segment komplett nur für Butter eingeteilt. Da kommt die ganze Butter rein. Weißt du, wie ich das Segment nenne? Warte. Butter, Margarine, Fett, Butter, Dead Space, Butter Space, Butter Space, Butter Space? Fat Space. Fat Space. Ah, ich war schon bei Fett. Ja. Da hätte ich drauf kommen können. Fat Dead, ja, klar, meine Schuld. So, wir haben uns vergewissert. So. Ach, guck mal, den Klotz können wir da auch rausreißen gleich, glaube ich. Ne? Aber wir können erstmal. Oh, jetzt zwei Rätselmechaniken, die wir beide schon kennengelernt haben, werden jetzt kombiniert. Aber er hat doch gesagt, da muss der Strom aus. Also, wenn ich jetzt den Strom nochmal wieder umschalte, bleibt die dann offen? Nee, okay. Und dann wird er wieder raus. Okay. Okay, jetzt wird die reingesaugt. So, aber okay. Ach so, wo der Klotz ist, kann überhaupt Strom fließen. Das ist der Stromgenerator. Okay, ich verstehe. Da gibt es eine Batterie. Nein! Aber wie kannst du denn noch leben? Stark. Oh, genau da, wo Nicole stand. Das war aber. So, war hier noch was? Hinter mir. Oh. Wusste das. Das ist keine Stase mehr, du musst schießen. Oh, das war war das mies. In dem Moment kam der Spratz und gespratzt. Ja. Ah, da kam der Spratz. Das war natürlich. Ah. Okay, also das sind drei von den Babys, ne? Oder habe ich den einen nicht richtig gekillt? Kann das sein, dass der eine noch im Leben war? Das kann auch sein, ja. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Rickhouse. Alles looten. Ach Mann. Loot. Aber jetzt nicht aus, jetzt nicht Loot liegen lassen aus purer Loot-Unlust. Ich glaube, es war nur das, oder? Ja, Textlog. Oh, jetzt haben wir hier aber die Stase. Ja, die kannst du dir richtig aufsparen. Jetzt wissen wir, wofür die da ist. Nicht doch jetzt. Ja, ich habe die Knöpfe verwechselt. Warte mal, wie hast du das jetzt ausgelöst? Du gehst jetzt auf die andere Seite. Du hast die Batterie genommen von hier hinten. Und dann lässt du sie fallen. Mann, so viele Knöpfe. Warum hat der Drücker so viele Knöpfe? Also, verstehe. Wir müssen erst die Dusche. Nee. Stopp. Wir müssen erst alles ausschalten, damit das hier möglich ist. Jetzt kommen sie. Ach so, mit dem Ausgehen des Lichts. Jetzt gehst du da rein und löst die Stase. Ah, leider ist es. Der ist gestarst. Oh, Hammer. Oh, Hammer. Hammer. Oh, Vorsicht, der andere Johnny. Ich wusste nicht, dass es mit der Auslösung des. Dass wenn man das Licht ausmacht, dass der Licht ausmachen ist der Trigger dafür, dass die kommen. Ja. Ich dachte, das Reinstecken wäre der Auslöser. Das ist oft so im Leben, ne? Ach, der ist Nils! Okay, das machen wir nochmal. Ich glaube, hier ist alles gut. Öffnen. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Rickhouse, damit wir den Computer nutzen können. Matthias. Den hast. Ah, nee, da kommt. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Halt die Klappe.
Was ist das denn eigentlich für eine komische... Was ist so einfach so ein Leuchtstab? Was macht der? Eine Sonde oder sowas. Vielleicht kämpfen wir erst und looten dann. Das nach erfolgreichem Kampf gelootet wird. Das ist auch eine ganz gute Idee. Also, warte mal, haben wir eine oder zwei von den Dingern? Eine. Okay, dann da geht's raus. Wo ist der beste Ort, ne? Wo kann man den am besten verwenden? Also, wir nehmen das hier raus. Könnte man sich auch hier hinstellen. Oder man stellt sich in so eine Ecke. Und zwar... Wieso denn eigentlich nicht direkt hier? Mal direkt hier bleiben, ne? Warum in die Ferne schweifen? Ich glaube, jetzt spawnen die schon. Achso, und da werden nur erst wenn beide aussehen. Man muss das Ding erst rausziehen. Stampfen ist auch clever. Da braucht man keine Munition. Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele sind. Das ist sehr ärgerlich. Chuck. Mega gut. Alter, was ist das denn jetzt? Ne, irgendwas stöhnt hier noch. Bist du, glaube ich, weil du keine HP mehr hast. Ey, die sind durch, oder? Die sind bereit, gestampft zu werden. Sehr schön. Wow, ey. Das war echt knapp. Wie wenig... Ja, die Kleinen, ne? Die Kleinen. Okay. Jetzt kannst du auch schön looten. Ja. Hätten wir noch ein... Was? Wow, wow, wow. Okay. Warte. Da hinten war noch ein Pass. Ja, aber die Musik ist immer noch bedrohlich, ne? Ja, wenn Luft aus ist vielleicht. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Was schlurft da nicht noch irgendwas? Aber das Licht kriegen wir jetzt natürlich auch nicht mehr an, ist ja klar. Aber hier muss ja jetzt ein Speicherpunkt sein, oder? Die Frage ist halt auch, ob man seine Stase noch auflädt, ne? Oder ob man darauf hofft, dass noch so
so ein Stasi-Schrank kommt. Ernsthaft? Kommt der hinter mir dann raus oder irgendein Scheiß? Ja, ja, du hast völlig recht. Wir haben, wir eine Stase noch, oder? Ja, haben wir. Das hier ist, auch wenn es mir in der Seele wehtut, ja. Ich mir vorstellen kann, dass jetzt hier um die Ecke ein Stasi-Schrank ist. Aber ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Nee, das wäre jetzt albern. Bei denen hätte man auch locker ohne machen können. Ja, das sind die Schwächsten, glaube ich. Die haben, ich glaube, oh, die Mann. Zwei Gliedmaßen. Ist immer ärgerlich, wenn man da noch Schaden kriegt. Ja, das ist. Gott, ey. Was ist das für ein Lichtstab? Der da überall so rumliegt. Was machen die damit? Ist das ein. Ist das eine Sonde vielleicht? Weiß ich auch nicht. Aber ziemlich dicke Sonde. Wo soll die reingesteckt werden? Hm. Schattenspiele. Oh! Ja, da kommt doch eh jetzt gleich wieder. Die wollen, dass man den vergisst, da? Oh, guck mal hier. Post. Sicherheitsanfrage abgerufen. Er hat mich verlassen. Es war dunkel und sie kratzten an den Wänden. Wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Rexdecke, schneide sie raus. Ich schneide sie raus! Ich schneide sie raus! Okay, die ist auch irre gewesen. Hammer. So, und jetzt lässt sich doch gleich wieder hier irgendwie dieses hässliche Baby da irgendwo runterfallen. Ist doch klar, ich kann gar nicht den Anblick der zerstümmelten Leichen richtig genießen, weil ich genau weiß. Gleich ist es soweit. Oh, da ist ein O2-Tank. Ah! Ich wusste es. Ich hab. Oh. Laden. Oh, tatsächlich. So weit ist es schon gekommen. Das muss mich echt verarschen. Ey, das ist eine Verarsche, oder? Ich glaube, es ist ein Prank. Ja, ich glaube, die ist auf Schnellfeuer ausgerichtet, oder? Ich glaube, der einzelne Schuss macht nicht so viel. Wow, aber wie du da immer durchkommst! Wie du die Ruhe behältst. Das Baby ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Okay, jetzt. Oh, warte, wir haben hier einmal, können einmal nachladen. Okay. So. Haben wir noch Stase? Nee. Ja, dass wir die benutzt haben. Nils geht immer erstmal den alternativen Weg. Immer erstmal schön alles ablegen. Wo ist das Baby? Sie waren im OP, also habe ich es bei Warwick hinterlassen. Er ist diskret. Ich habe gerade ein Update von Eagle 7 erhalten.
Die Situation ist schlimmer, als Captain Matthias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Oh, shit. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Okay. Der Marker. Also das war der Arzt, mal hier Sauerstoff voll, also das heißt, wir müssen hier offensichtlich, aber da wird gleich irgendwie so eine Passage kommen. Also der Doktor ist ja der, wo wir dachten, das ist der Gute. Mhm. Und der lenkt jetzt ein und macht dann mit Dr. Mercer gemeinsame Sache. Weil die Situation so schlimm ist, dass er dann einen Moral. What the fuck? Nicole? Die echte? Is it you? Jetzt kommt eh wieder irgendwas aber dazwischen. Unsere Nicole hatte keinen Pferdeschwanz, oder? Das ist nicht Nicole. Das ist nicht Nicole. Ich geht's, ist die grausam. Was hat die in der Hand? Die ist verrückt. Nein! Warum denn? Ist das unsere Nicole? Nein. Hey. Die hat uns gar nicht mehr wahrgenommen. War das die gerade in dem Audiolog war, mit dem eingesperrt werden und so? Oh, war das denn unbedingt nötig? Oh, shit. Und man konnte es nicht verhindern. Na gut, die sind alle infiziert, ne? Mit irgendwas. Die ist nicht mehr bei Verstand. Ja. Das geschah nicht aus Verzweiflung, sondern aus Wahnsinn. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Die war nicht sie selbst. Die war im Prinzip schon einer von denen. Guck mal. Wenn das. Ah, Stase, perfekt. Perfekt. Stase voll. Die Stase voll! Oh, Speicher. Ey. Was, wo? Da. Ey, ich habe so viele Mützen mittlerweile zu Hause übrigens, ne? Durch diese ganzen Rocket Beans. Ja. Dass ich wo finden die noch Platz? Hast du da einen speziellen Ort, wo du die lagerst? Ich weiß nicht. Hättest du eine Idee? Wie man den nennen könnte? Warum willst du den jetzt unbedingt benennen? Ja, weil. Die Mützen drin sind. Ich muss ja googeln, wo ich sowas herkriegen kann. Naja. Vielleicht Headspace. Das ist der eigentliche Horror dieses Formats. Aber ganz schön elaborierte Krankenstation. Der wurde registriert. Okay. Wenn jetzt ja auch noch Monsters kommen, finde ich das ganz gemein. Ach, ist wieder vorbei? Okay. Hatte Geld dabei. Geld. Taschengeld. Über deine Kohle. War das jetzt der Lumpi, der abgehauen war? Weiß man nicht, ne? Ich könnte sein. Zur Leichenhalle. Cool. Als wenn das ganze Schiff nicht eine riesige Leichenhalle ist. Oh Mann, ey. Ich würde. Das ist, glaube ich, Aufzug nach unten fahren in so einer Situation ist, glaube ich, das Schlimmste. Zu wissen, du, ich gehe noch tiefer rein. Ja. Ach, come on. Von euch will aufstehen. Oh, hier. Oh Gott, da gibt's gleich wieder Ärger. Ah, oh, Stasi-Park, super. Die legen doch nicht umsonst hier rum. Die Dinger.
Ja, irgendwann hat man mehr Angst vor dem Loot als vor dem Kampf. Man genau weiß, oh oh. Okay, es ist der Captain, ist hier irgendwo am Start. Keine Ey, Nils! Nie haben wir dadurch Loot bekommen. Nils, stopp! Das war jetzt auch aus Versehen nur. Ich bin abgerutscht mit dem Fuß. Deine Ethikwertung sinkt. Auf B. B wie Bohmhoff. Ich hab keine Ahnung. Du willst nicht, dass sie noch tiefer sinkt. Du hast recht. Wie benutze ich jetzt mit R1 oder wie benutze ich diese komischen Projektile? Wie benutzt man die nochmal? Das haben wir noch nie benutzt. Ja, kann gut sein, dass R1, dass das immer so die Sonderfähigkeit der Waffe ist. Und beim Cutter ist es das Ausrichten. Ja. Ach, guck mal, wir haben die gleiche des Captains. Da ist er. Ich geht. Das gibt doch gleich einen Großangriff. Ja, ich reiß mal deine Wirbelsäulenverankerung einfach raus. Ein riesiger Rochen! Ein Rochen! Saugrochen! Fuck off! Fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh, okay. Jetzt haben wir gesehen, wie so eine Verwandlung aussieht. Aber er ist ja nicht der eigentliche. Er ist der eigentliche Lümmelmann. Oh, ist das ein Endboss? Endboss! Oh! Gleich die Waffe wechseln. Na gut, elf hast du. Ey, dass du doch noch lebst, du Nudelgesicht! Ach, hinter mir, deswegen. Hinter mir war das andere Rochen gelungen. Ja gut, dann habe ich Verständnis. Dann habe ich Verständnis. Ja, das war doch so. Oi, 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 oi. Aber okay, jetzt wissen wir, was passiert. Okay. Ist immer gut. Die haben noch nicht einmal diese Granaten eingesetzt. Mach ich jetzt. Die sind. Gott, was war hier? Ach Gott, nein! Hier kommt das Baby nochmal? Nee. Nee, okay. Alles easy da jetzt rein da und. Alles gut, Flo, ihr müsst ja keine Sorgen machen. Hab keine Angst. Stase. Haben wir doch. Haben wir, voll geil. Hier war kein Loot mehr, ne? Laufen wir eigentlich richtig gerade? Drück mal rein, bitte, den Nopsi. Oh. Nee, wir laufen nämlich falsch. Ich hab mich schon gewundert. Wir laufen doch zurück. Da war die Frau doch gerade, die sich da die Kehle. Ach so, wir waren den Aufzug schon am richtigen. Mhm. Aber das war echt mal krass, ey. Naja. Dass der aus wie ein Manta-Rochen. Ja. Der hat den also. Ja, ja. Er wurde vom Rochen gestochen. Vom Rochen gestochen? Wie schnell die aber auch. Also, wie schnell das dann auch geht. Da musst du wieder rauszwirbeln, das Ding. Ja. Lohnt sich aber wegen Medipack. Kannst direkt nehmen. Wie wenig das bringt, einfach. Soll ich jetzt den Pinöpel hier mit reinnehmen ins Büro? Wenn du im Büro bleiben willst, ist das eine gute Idee, ja. Auf jeden Fall. Wo war der denn? Da direkt, ja. Geöffnet. Wollen wir das wegdrücken? Oder willst du es nochmal sehen? Ich befürchte, das müssen wir jetzt jedes Mal sehen.
Naja, du wirst es jetzt ja machen, ne? Aber da sieht man wenigstens nochmal diesen... Alter, ey. Was für ein unangenehmes Wesen. Der ist doch quasi wie neugeboren, nicht? Schnell das da noch gehen, ne? Und warum der so gut kratzt ohne Ende? Da pumpt er die anderen. Im Hintergrund sieht man, dass wir die anderen Leichen auffrisst. Das kannst du dann. Mann, komm, ey, was soll ich denn machen? Ach komm, jetzt habe ich wieder alles. Ja, das war's jetzt schon. Der lebt noch! Hä? Der Johnny. Wieso lebt der denn noch? Hinter dir gleich, Vorsicht. Der andere lebt auch noch. Hau ab. Ich verstehe leider nicht genau, wann die tot sind und wann nicht. Ich habe jetzt so viel Schaden kassiert dadurch, dass ich dachte, der ist schon tot. Okay, also das ist aber auch echt schwer. Ja. Aber vielleicht ist es keine schlechte Idee, dann die Stase-Granate zu zünden, wenn da so viele sind. Ja, ja, klar, deswegen hast du ja mit reingenommen. Dachte ich eigentlich, dass das dein Plan wäre. Wie oft werden wir diese Cutscene jetzt sehen? Ab wann erscheint ein Counter? Cutscene-Counter. Dumm ist, ich darf jetzt hier nicht mehr. Man kann die auch wirklich einfach nicht wegdrücken. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass man Cutscene nicht wegdrücken kann. Weil die geht natürlich nahtlos ins Spiel über, aber man kennt sie doch auch. Aber der ist durch diesen Rochenstich. Dann mutiert, ne? Ja, ja. Also, es ist der Rochen der Urheber des Ganzen, oder wie? Oder können die sich gegenseitig infizieren? Ja, das war jetzt der Rochen. Im Hintergrund macht er ja die anderen auch platt. Vielleicht, wenn man direkt rausrennt. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich hätte, weißt du. Wenn direkt den Rochen auffällt. Ja, ich hätte rausrennen müssen. Pass auf. Ja, gute Idee. Das kann die anderen nicht beleben. Mega gut. Ah, ich hänge fest. Ich komm nicht weg. Ah, ey. Hast du gesehen, was er gerade gemacht hat? Ich hab Bock jetzt noch zu sterben. Diese Waffe ist doch so schlecht, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Scheiße, ich hänge fest. Wow. Nice. Schöne Strategie, erst den Rochen rauszuschalten. Deswegen lag wahrscheinlich das Ding an der Stelle, damit man... Ja, ja, ja. Das einfach direkt rausrennt, das abschießt. Das kann gut sein. Aber der konnte auch nicht besonders viel ab, der Rochen. Ja. Isaac, wie ist dein Status? Hast du den Rig des Captains? Er meldet sich immer genau dann. Ja. Ich übermittle jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Captains in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Chen passiert sein. Gott. Vielleicht finden die was im Hauptrechner. Wo ist Daniels, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da ist es sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Sehr gut. Okay. Yes, wir haben Level 1. Nice. Okay, das ist sehr gut. Also, er will, dass wir da lang gehen. Wir gucken uns einmal in Ruhe um. Hier ist nämlich noch ein Dingsbums.
Oh, herrlich. Es gibt ja auch keine so Medi-Stations, ne? Dass man halt, also man kann die eigentlich immer direkt essen, die Dinger. Warte mal, ist hier noch ein Block oder nicht? Bitteschön. Nicht du? Es ist meine bedauerliche Pflicht, Captain Benjamin Mathias offiziell für tot zu erklären. Die Berichte über die genauen Umstände seines Todes sind widersprüchlich und müssen vor den Ermittlern nach unserer Rückkehr geklärt werden. Ich werde mich auf den Zustand des Leichnams beschränken. Die Person befand sich in einem für ihr Alter allgemein guten Gesundheitszustand, obwohl ein oberflächlicher Bluttest darauf hinwies, dass seine Leukozytenzahl sehr niedrig war, wobei insbesondere die Eosinophilen fast nicht vorhanden waren. Bei der körperlichen Untersuchung vor dem Flug wurde kein derartiges Problem festgestellt, was auf ein schnelles Eintreten der Krankheit hindeutet. Doch scheint dies keinen Einfluss auf seinen Tod gehabt zu haben. Mehrere Prellungen an den Armen und Händen deuten auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Leichte Prellungen um den Brustkorb lassen vermuten, dass er gefesselt war, wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Die Todesursache war ein einzelnes, langanhaltendes Trauma des Augenkörpers, das sich durch die Wand der Augenhöhle bis in den Frontallappen fortsetzte, sowie ein rasches Neurotrauma, das einen Krampfanfall und den Tod verursachte. Der Eintrittswinkel in die Augenhöhle zeigt, dass die Verletzung nicht selbst zugefügt wurde. Für die Untersuchung musste das Objekt entfernt werden, um die Todesursache zu bestätigen, aber es wurde für die weitere Analyse durch das Ermittlungsteam aufbewahrt. Wir müssen vorläufig davon ausgehen, dass es sich um einen nicht natürlichen Tod handelt. Zu beurteilen, ob es sich um einen vorsätzlichen oder einen unfallbedingten Tod handelt, liegt nicht in meiner Zuständigkeit. Hast du die Details manchmal, wenn man liest, wenn man laut vorliest, erfasst man nicht alles, ne? Durch die Auge ins Gehirn. Ja, ich finde das Wort Augenkörper auch fantastisch. Todesursache war ein einzelnes, lang anhaltendes Trauma des Augenkörpers. Lang anhaltendes Traumkörper. Das heißt, es ist voll langsam. Und dann, in dem Moment, wo er dann den Frontallappen erreichte, gab es ein rasches Neurotrauma. Aber davor ist der einfach ganz langsam eingeführt worden. Ich mag das nicht. Theoretisch könnten wir jetzt komplett backtracken und die ganzen Sachen öffnen, aber wir werden wahrscheinlich eh nochmal da hinkommen, oder? Freigabe bestätigt. Ja. Oh, jetzt aber wieder hoch, bitte. Aufzug hoch jetzt. Jetzt gehen wir wieder hoch. Nicht runter. Nicht runter. Oh. Oh, das ist doch mal das war ja so klar. Isaac? Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Shimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Aegis 7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Außer, warte. Hier. Geh zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Ey, mal ganz ehrlich, ne? Man will doch nicht, dass. Also, man kann doch nicht riskieren, dass irgendwer hier aus dieser Mission zurück zum Heimatplaneten fliegt und alle infiziert. Sag mal, ist es nicht vielleicht mal an der Zeit, dass jemand safe. Obwohl, da war wahrscheinlich gerade nach der Zwischensequenz. Ja, da waren wir schon, glaube ich. Ja, aber hier rumpelt's doch schon wieder. Das höre ich doch. It's time, steht da. Okay, ich glaube. Freigabe bestätigt. Ah, jetzt können wir alles nochmal backtracken. Die feinen Boxen gehen auf und müssen nicht zerstampft werden. Die tollen Level 1 Sicherheitstruhen. Also wir könnten, ich weiß nicht, müssen wir jetzt vielleicht nochmal das Ding wieder quasi rausnehmen? Das ist doch schlurfen. Kann das sein, dass das wieder. Da sind wir doch eben rein. Ja, oder? Es kann gut sein, dass wir es wieder alles rückgängig machen müssen. Also dann mach mal die Nudel, ob du. Achso, die. Müssen wir zurück. Waren hier Level 2 Sachen? Wo es sich lohnt, nochmal zu gucken? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ach komm. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir das wieder rausnehmen sollten hier. Dann haben wir wenigstens wieder Licht. Keine Ahnung, das nötig ist. Ja, Licht ist schon gut.
das jetzt irgendwas großartig gebracht? Kaum, oder? Ich bin nicht sicher, ob das jetzt nötig war. Ja, da war auch noch einer. Mit Sicherheit. Freigabe bestätigt. Yes. Noch ein Knoten! Die sind gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon zwei Knoten wieder, oder? Eieiei. Also hier ist doch unsere Base gewesen. So ein bisschen. Hier können wir noch Shit machen, oder nicht? Guck mal, da können wir was kaufen. Speichern! Speichern. Erst kaufen, dann speichern. Ach Gott, diese Geräusche machen mich Wahnsinn. Warte mal, wir stimmen. Ja, lass uns lieber auf Knoten sparen, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie viel haben wir denn? 2000. Ja, okay. Ich dachte, dass wir eventuell das verkaufen. Ey, weißt du was? Ich bin auch ein bisschen mega dumm. Warum? Manchmal stehe ich so auf dem Schlauch. Das hier sind die ganz normalen. Die Munition, ja. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Special-Schuss. Nee, ich glaube, der Special. Weil du auch Granatwerfer gesagt hast und ich dachte so, okay, dann kann mit Sekundärfunktion, aber das sind einfach nur die ganz normalen Kugeln. Ich glaube, der Special-Schuss kostet einfach mehr Munition. Ja. Der kostet dann 10 oder 20 so, Munition okay. Oder so. Ich dachte, da wäre noch ein Granatwerfer verbaut oder so. Ist es auch. Aber wir sind halt so geizig mit Munition, dass wir nicht einfach mal einen Testschuss machen können. Ja, das stimmt. Aber Nils, wir haben einiges geschafft heute, würde ich sagen. Sehr schön. Du hast wirklich gut Strecke gemacht heute, muss ich sagen. Sehr gut gemacht. Wir haben vieles Neues rausgefunden. Wir haben Einblick bekommen in den Mechanismus der Infektion. Ist anscheinend ein stachelbewehrter Rochen. Mhm. Kann nicht anders als zu stechen, Saugrochen und alles zu infizieren. Wie das weitergeht und ob wir diesen Rochen jemals stellen können oder die Hintermänner hinter den Rochen, die eigentlichen Rochen, die dahinter stehen, die wiederum die kleinen Rochen stechen, die wiederum die anderen Leute stechen, werden wir sehen. Ein Rochen hat nicht umsonst eine Pyramidenform. Das stimmt. Ja, es gibt immer einen noch größeren Rochen. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile gelernt. Und dann freue ich mich auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mit dabei seid und wir wieder einsteigen. Rochen mit Jochen. Wer ist jetzt Jochen?